Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Es ist wieder soweit, ich bin hungrig. In meinem letzten Rewe und Aldi-Haul, in dem ich ganz viele vegane Sachen eingekauft habe, habe ich unter anderem diese Grillspieße ebenfalls mitgenommen. Laut der Verpackung sind diese für Grill und Pfanne geeignet und hier steht auch drauf, dass die unglaublich saftig sind. Mit Rapsöl, Soja und Weizenprotein. Ich muss sagen, generell stelle ich mir diese Grillspieße unfassbar lecker vor. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf Tikka als Geschmack. Es gab auch noch Curry und andere Geschmäcker im Angebot, aber ich dachte mir, wenn schon, denn schon, wir machen keine halben Sachen. Ich hole mir auf jeden Fall irgendetwas, was vielleicht ein bisschen weniger typisch ist. Und ja, ich würde sagen, ich brate das mal kurz an und dann sehen wir uns gleich mit den Grillspießen wieder. Nachdem ich jetzt fast verhungert bin, weil ich gewartet habe, bis die Grillspieße etwas abgekühlt sind, bin ich jetzt wieder zurück. Und zwar mit diesen 4 Grillspießen, liebe Leute. Gerade beim Anbraten in der Pfanne muss ich sagen, es hat tatsächlich keinen sonderlich intensiven Geruch gehabt. Riecht pflanzlich. Riecht sehr, sehr, sehr pflanzlich. Ich hätte jetzt auch ein bisschen mehr Gewürze erwartet. So sieht dieser Spieß aus, liebe Leute. Ich bin sehr gespannt, liebe Leute. Wir werden das jetzt zusammen probieren. Ich habe was zwischen den Zähnen, Moment. Das Versprechen, dass es sehr saftig ist, wurde eingehalten. Die Konsistenz ist krass fleischmäßig, Leute. Und auch obwohl es eigentlich sehr pflanzlich riecht, muss ich sagen, es hat einen sehr, sehr, sehr leckeren Geschmack. Es hat tatsächlich doch mehr Gewürze, als ich jetzt vermutet hätte. Es ist sehr lecker. Also nichts fürs erste Date. Die sind richtig, richtig gut. Ich muss sagen, Aldi macht richtig coole vegane Produkte. Vor allem wirklich die Konsistenz, Leute. Die Konsistenz haut mich ja total weg. Nur die Konsistenz betrachtet, ganz ehrlich, Leute, das ist auf jeden Fall wie Fleisch. Außen angenehm knusprig, aber innen, Leute, wirklich, es ist, als würde man einfach auf einem Stück Fleisch kauen. Geschmacklich haben die mich tatsächlich auch sehr überrascht. Ich habe jetzt wirklich halt einfach mit weniger Geschmack gerechnet, aber tatsächlich ist da doch nochmal ein bisschen mehr Geschmack hängen geblieben. Die Grillspieße haben einen dezenten pflanzlichen Unterton, aber Leute, ganz ehrlich, ich finde es sehr, sehr, sehr lecker. Also auch dieser pflanzliche Unterton tatsächlich ist richtig gut. Überhaupt nicht störend, überhaupt nicht penetrant und ja, wirklich sehr, sehr, sehr dezent. Fazit, liebe Leute, würde ich mir so einen Grillspieß auch als Nicht-Veganerin kaufen? Safe, Leute. Wenn meine Freunde jetzt anrufen würden, boah, Leila, wir treffen uns jetzt alle irgendwie in einer Stunde am See. Hast du Bock, auch vorbeizukommen? Ich würde diese Grillspieße auf jeden Fall mitnehmen. Gerade jetzt auch die Konsistenz, die Saftigkeit, das hat mich hart überzeugt. Wenn ich das nächste Mal bei Aldi bin, werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal die Curry-Version holen. Ich glaube, da gab es noch einen anderen Geschmack. Ich muss noch mal schauen, welchen. Auf jeden Fall eine Empfehlung, Leute. Ich werde dieses Video jetzt beenden und dann werde ich die Grillspieße essen. Ich freue mich da sehr drauf. Habt ihr euch bereits eine Meinung gebildet in Bezug auf die Grillspieße? Falls ja, sehr, sehr gerne wie immer in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald.